Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Phönotopia. Der Folge, wo wir in den Tempel reinspringen. Rein da. So. Das hier hatten wir schon. Ja, wir sind jetzt in den Tempel reingegangen. Was werden wir hier drin entdecken? Eine Murmel auf jeden Fall. Eine Perle, wollte ich sagen. Kann ich das auch kaputt machen? Ich habe mittlerweile schon alles hier. Da soll die Perle natürlich rein. Das ist mehr als offensichtlich. Oh, so viele Räume. Und ich brauche safe noch 3 weitere Perlen. So, was haben wir hier drin? Eine Feuerstelle und was zum Abspeichern. Ja. Brauche ich gerade nicht. Dann gehen wir doch hier zuerst rein. Da ist eine Fledermaus. Der habe ich direkt eine gegeben. 3 Perlen brauchen wir. Oh, wir haben direkt schon ein schönes Rätsel vor uns. Aua. Kann ich das Ding eigentlich, während es auf dem Boden kriecht, abschießen? Ich muss ja auf jeden Fall hier die Schalter erst lösen. Dann mache ich doch hier auf der linken Seite zuerst. Ja, ich kann die auch auf den Boden wegschießen. So, ich warte, dass das da oben ein bisschen weitergegangen ist. Als ob ich versuche, mich an dem Ding vorbeizuschleichen. So, und durch. Perle Nummer 1. Könntest du bitte da weggehen, Herr Wurm? Das hat wehgetan. So, jetzt in den nächsten Raum. Da war ein Frosch versteckt. Tschüss. Friss. Oh, eine zerstörbare Wand. Kann ich aber noch nicht kaputt machen. Aber brauche ich irgendwas Festeres. Ich sehe schon des Rätsels Lösung. So, das Rätsel ist schon mal gelöst. So viele schöne Vasen. Aber wir sind in der Zelda-Lore. Das muss alles kaputt gemacht werden. Und unabsichtlich habe ich das Rätsel gelöst. Hallo! Gib mir die Frucht. Aua. So, das Ding brauche ich bestimmt für einen weiteren Schalter. Ja, hier ist noch einer. Das Ding schieße ich erstmal runter. Das Ding schieße ich erstmal runter. Danke.
Und hier sehe ich schon, wie das funktionieren soll. Ich muss die Frucht so abschießen, dass sie da drauf landet. Perfekt. Und da ist die nächste Perle. Den krabbel ich mal hier raus. Auf zum nächsten Ort des Mysteriums. Ich hatte schon mal bessere Jokes, ich weiß. Pam. Du blödes Missvieh, stehst genau an dem Eingang. Noch ein Frosch? Nein. Kann ich dich runterschießen? Wahrscheinlich, ich bin nur zu doof dafür. Konzentriere ich mich mal lieber auf die Hauptaufgabe. Dafür bin ich zu schwach. Kraut. Ich bin zu doof, die abzuschießen. Ich wusste es doch. Ihr blöden Frösche. Hier komme ich nicht durch, das wäre offenbar eine Abkürzung. Dann weiter. Da kamen wir her. Wasserrätsel. Viech erstmal runterschießen. Der Schuss war nicht gewollt, aber ich nehme ihn. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss irgendwo ein Objekt herholen. Ah, da oben. Das wäre fast auf meinem Kopf gelandet. Und jetzt schieße ich es da weg. Boah. Da steht immer noch drauf. Danke. Ein Energiejuwel. Deine maximale Energie hat sich erhöht. Jawoll. Kann ich mehr schießen. Und weiter geht's. Oh. Die haben ein Date. Ich habe das Date beendet. Ach du Scheiße, haben wir hier viel zu tun. Oh nein. Da oben. Nein, jetzt muss ich hier was timen. Timing habe ich doch überhaupt nicht drauf. Ich und Timing. Kurzer Cut, bis ich das geschafft habe.
So, Leute, ich hab's geschafft. Es war sehr schwer. Weil so Timing-Sachen sind überhaupt nicht mein Ding eigentlich. So, nächster Raum. Sackgasse. Essen wir ein paar Früchte. So, hier als nächstes. Da ist doch bestimmt wieder ein Frosch drin. Ich traue dem Vasen hier schon nie mehr. Kann man mir aber ehrlich gesagt auch nicht verübeln. Wenn man mal ganz ehrlich ist. So, das Rätsel ist ja richtig einfach. Bam, bam. So, das dahin. Wie auch immer das funktionieren kann. Ein Mondstein. Jetzt kann ich meinen Pipi weiterentwickeln. Oder mein Pummeluff. So, was haben wir hier unten noch? Eine Höhle, die man nicht durchqueren kann. Okay. War ich hier rechts schon? Ich glaube schon. Ja. Drei Perlen haben wir. Wir können ja uns jetzt hier ausruhen. Ich habe heute leider etwas wenig Zeit, deswegen ist die heutige Folge mal ein bisschen kürzer. Vor allen Dingen, weil ich gerade eine Ewigkeit gebraucht habe, um an diese eine Perle zu bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier. Tschüss.